schon darauf hingewiesen, dass die Rosen nur für uns gepflanzt worden sind. Das ist so lieb. Glauben wir das? Nein. Ja. Nein, wir sind nämlich nicht doof. Blond, aber nicht blöd. Wie vor einem Wunsch sind wir jetzt bio unterwegs. Ja gut, wir müssen auch trainieren, das hilft ja nichts. Wir bereuen es schon ein wenig. Aber es hat bestes Wetter. Gefühlte 40 Grad. Ja, die anderen machen das schlauer. Die haben dann im Trail noch Kräfte. Und wir leiden, dass wir überhaupt hochkommen. Die ersten Biotouren und dann auch noch bei dieser Wärme waren echt ganz schön mühsam. Da hat es umso besser getan, ein bisschen kühlere Luft um die Nase wehen zu lassen bei der kurzen Abfahrt. Da der See durch. Und ich habe schon gerade vernommen, jedenfalls ist es hier hübsch. Das stimmt. Aber gerade eben rennt mir so viel Schweiß durch die Augen, dass ich es kaum erkennen kann. Aber ich kann mich noch erinnern an das letzte Mal. So, jetzt sieht man ihn besser. Il Lago. Huiuiui. So, jetzt habt ihr wieder gewohnte Schnaufgeräusche beim Ton dabei. Aber ja, noch geht's. Ich mag's auch. Ein bisschen Quellen gehört dazu. Jetzt sieht man den See noch besser. Und unser Model von heute trägt Pink. Ist natürlich immer gut. Der Helm, oder? Ja, Brombeer. Ja, Brombeer. Wisst ihr, es gibt zu wenig Sachen in Pink. Da muss man manchmal nicht so streng sein mit den Farben. Hier geht es durch die Olivenhaine hoch. Und ja, bis jetzt einfach nur schön und anstrengend. Hier wird gerade Pause gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir Aussicht haben. Im Bio muss man immer mehr essen, damit man nicht einbricht. Naja. Nico sagt gerade, man lebt von den Reserven, aber es klappt ja eher schwieriger. Auch wenn man genug hat, ist es schwer anzuzapfen. Montebrione und Lago. So, jetzt sind wir schon ganz schön hochgekommen. Und jetzt sehen wir da runter ins Sagertal. Und wir haben gehört, es geht zur Nudelhütte. Oder? Jetzt lacht sie nur noch. Witzigerweise, die von gestern haben die Hütte auch Nudelhütte getauft. Ist aber eine andere. Alter Schwede. Wir sind bio unterwegs. Petra mit ihrem vollgefederten Alten. Und ich mit einem Hardtail. Ah, ich bin gespannt, wie ich die Trails runterkomme. Bleib dran, ich werde es berichten. Huh. Der Rest fährt vor. Sagt man Hallo. Hi. Alle heute mundtot. Na, wie geht's dir? Es ist hart. Heiß. Das ist echt hart, ja. Hart und heiß. Da sind wir. San Giovanni. Benvenuti. Ich bin krebsrot, so fühle ich mich, aber ja, bisschen. Da muss man durch. Fitness kommt nicht vom Nichts zu. Leider. Mal die andere Seite vom Panorama. Da geht es Richtung Santa Barbara, Montestino. Und ja, hier wäre der Lago, aber der ist mal wieder in Nebel gehüllt. Wobei das ja ein gutes Wetterzeichen ist. Und bei uns gibt es jetzt Nüdelchen. Ham, ham, ham. Ich spiele schon mal den Kellner. Fräulein, was darf sein? Was wollen Sie noch essen? Ich hätte viele Wünsche. Wir sind zu einem anderen Tisch verdonnert worden, sonst hätten wir nicht bestellen dürfen. Jetzt sitze ich in der Sonne und darf seinen Buff an. Das rettet mich jetzt quasi. Ach ja. Oh, das Essen ist da. Und wir sind alle fleißig beim Reinspachteln, weil wir mussten jetzt nämlich über eine Stunde warten. Mist. Aber hat es gelohnt? Ich fange jetzt mal an. Schmeckt? Hervorragend. Ja. Immerhin, ist doch schon mal gut. Nach langer Wartezeit und der darauf folgenden super leckeren Stärkung ging es dann auch endlich ab auf den Trail. Auf der Betelhütte. So ein Schmarrn. Und auf jeden Fall haben wir einige echt gute Trailmeter für euch einfangen können. Mit mega Blatt dran. Da hätte man jetzt normalerweise
Blick auf den Lago. Wir sind gerade auf einer anderen Tour. Man kann ihn sich denken. Übrigens sind wir mit dem Herrn heute schon am Tisch gesessen und da mussten wir Platz wechseln, weil wir nicht bestellen durften. Aber er hat dann dafür gesorgt, dass wir versorgt worden sind, sonst hätten wir noch länger gewartet. Wer bist du denn? Ich bin Jan aus Dresden und jetzt in München. Aber es lag nicht daran, dass ich gestunken habe, dass ihr von dem Tisch weg wolltet, sondern wir mussten. Wir sind einfach hier zu zweit gerade auf Biketour. Ich mit dem dicken Rad, mein Spitzen mit dem fetten. Mit seinem E-Bike. Wer bist du? Ich bin der Albert. Wird nächste Woche 84. Wow. Ja. Ab 5 Uhr, Enkel. Ach du Schande. Ja, Wahnsinn. Und er war beinahe bis zum Monte Casale, habe ich gehört, oder? Ja, bloß jeden Weg noch nicht mehr gefunden zum Schluss. Verstehe ich. Der ist oben auch ein bisschen tricky. Ja, Wahnsinn. Und das sind beides Blog-Zuschauer. Ja? Und wir kennen uns seit 20 Jahren und fahren zusammen. Ich rufe jetzt dieser Trail, ich kann es nicht ändern. Da wird der Pur-Release-Trail gefahren. Wäre auch spannend. Aber der hier ist länger, habe ich gesehen. Und jeder Trailmeter zählt. Ja. Und ich habe mit dieser tollen Federung von hier hinten keine. Mal sehen, wie es wird. Thank you.
Also meine Portionen sind die zwei, die hier drin sind. Das denkt aber auch nur er. Und ich war bei so einem kleinen Ständchen, ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber das ist mega, das ist auch mitten in Torbole. Und hab Pizza geholt. Bei diesem Ausblick dürfen wir jetzt dinieren. Guten Appetit. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.